Puh, Kid Icarus abgeschlossen und das in einem Part. Wow, unfassbar. Ja, jetzt kommt aber das nächste Dreckspiel. The Legend of Zelda 2. The Adventure of Link. Oh, ich will's nicht spielen. 10 Missionen? Na, dann fangen wir gleich an. Meckern nicht, es muss gemacht werden. Verlasse den Altar und zieh los in dein ins Abenteuer. Okay. Ja. The Legend of Zelda 2. The Adventure of Link. Es ist Zelda 2, ja, ich weiß. The Adventure of Link. Ein schreckliches Spiel. So, was muss ich machen? Halte den Schild nach unten. Wäre drei Steine ab. Ach so. Hä? Okay. Voll in die Fresse, auch gut. Besiege drei Gegner. Ja, an sich ist es nicht so schlimm, aber ja, steuerungsmäßig und wo man überhaupt hin muss, also das eigentliche Spiel ist auch schwer. So die 2D-Maps hier, das geht noch. Also da ist Zelda 1 definitiv schlimmer. So, was müssen wir machen? Sammle genug Erfahrung, um ein Level hochzusteigen. Okay. Ist das kein Erfahrungsbeutel? Doch. Und Level aufgestiegen. Super. Ja, da haben wir ein bisschen gelappt. Ja, ganz klar. Verdiente 2 Sterne. Da sind keine 3 drin gewesen, weil ich da ein bisschen, ja, gestottert habe. So, aber das erste Level war ja noch nicht so schlimm. Besiege den Geldarm. Den Geldarm, okay. Und wie besiege ich den? Okay, einfach draufhauen. Schnapp dir die Statue. Welche verdammtes... Au. Das ist ein großes Problem des Spiels. Wenn man runterfällt, ist man dort. Welche Statue ist denn da gemeint? Boah, ich hab gekontert. Krass. Oh, das war noch krasser. Du bist nicht... Ach, da oben die. Ach, dann... in die Fresse mit dir. So. Was kannte diese Statue nochmal? Konnte... Keine Ahnung, weiß nicht mehr. War vielleicht der Schlüssel, um einen Dungeon zu öffnen, keine Ahnung. Apropos Dungeon, jetzt geht's schon in einen. Schnapp dir den Palastschlüssel. Ah, ich glaube, der ist hier, ne? Ist der nicht hier versteckt? Nee. Wo ist denn der Palastschlüssel? Ja gut, und wo ist er? Ach, hier brauchen wir den Schlüssel. Da müssen wir irgendwo den finden, im Dungeon oder wie? Ist das das erste Dungeon? Naja, keine Ahnung. Laut Erfahrungspunkte könnte es der erste sein. Ja, ich glaube schon, dass das der erste ist. So, wo ist denn der Schlüssel? Ah, da ist er. Ja, gut. Das hätte auch schneller gehen können. Selbstverständlich sind das auch wieder nur 2 Sterne, aber das sind Missionen, die kann ich offline ganz schnell machen. Naja, die sind ja nicht schwierig. Vielleicht hat man im zweiten Teil von NES Remix eh die Spiele ein bisschen einfacher gestrickt. So, den Eisenprinz zu besiegen, das ist heftig. Das ist eine heftige Aufgabe. Daran scheitere ich im Originalspiel immer. Ich hasse diesen verdammten Gegner. Man muss so springend auf ihn drauf. So, genau. So kriegt man ihn ganz gut. Und down. Ja, geht ganz schnell. 4 Schläge oder was? Ja, auf dem Kopf, glaube ich, kriegen die Gegner mehr Schaden. Und es gibt sogar Regenbogenrang. Ja, super. Neues, neues. Ja, das hat ja auch ja, so ein flottes Tempo angenommen. Besiege Horsehead, den du auf seinen Kopf zielst. Okay.
3 Treffer. Alles klar. Aber er bringt uns zuerst um, oder? Oder? Nein. Bams. In your face. Und da oben ist Luigi. Ich hab dich gesehen. Ach, die final Aufgabe wird sicher Dark Link zu besiegen. Ach, das ist so schwer. Aber da gibt es einen kleinen Bug. Betritt das Haus und rede mit dem Schwertkämpfer B. Okay. Hallo? Schwertkämpfer? Da ist er. When you jump, press downward to stab. Ja, neue Fähigkeit gelernt. Halt den Sprung. Okay. Da ist es, okay. Wirf Rebonak von seinem Pferd. Und wie mache ich das? Ja, und wie mache ich das? Ach so. Mit der Attacke, die wir gerade gelernt haben, ne? Ja, genau. Alles klar. Und ja, das Spiel ist relativ sozial, glaube ich, bei Zelda 2. Aber ist gut so. Das frustet es halt nicht. Gibt zwar wenig Fails, ne? Aber ich bin mir sicher, die werden noch kommen. Und Remix 2 sind jetzt auch alle Aufgaben verfügbar. Das ist interessant. Betritt die Stadt. Oh Gott, das ist auch so eine Aufgabe. Lol, ich habe überhaupt kein Leben mehr. Kann ich über die Felsen gehen? Nee, kann ich natürlich nicht. Also ich muss hier durch. Durch die Ödnis. An den Drecksgegnern vorbei, aber wir sind alle in einem ganz guten Rhythmus. Komm, komm. Oh, nee, nicht noch Maps. Ja, natürlich. Bring mir wenigstens keine Gegner. Ah, Spiel. Komm, komm, komm. Dorf. Ja. Oh. Nice. Und wieder Regenbogenrang. Wow. Zelda 2 Projekt confirmed, oder wie? Na, lieber nicht. Ja, wie steht sie überhaupt mit der NES Mini? Und spielt ihr sie noch? Habt ihr sie überhaupt? Gibt immer noch keine Weiterproduktion, ne? Sie sind immer noch für $200 verfügbar auf Amazon. Besiege 2 Gegner, indem du Magie zurückschleuderst. Hä, wie kann ich denn Magie zurückschleudern? Mit dem Schwert oder mit... Ach, mit dem Schild, mit dem Spiegelschild, besser gesagt, ne? Okay. Besiege Karok. Ja. Kann man den auch einfach... Lol. Lol. Ich muss gar nichts machen. Außer ein bisschen ausweichen, aber... Lel, Lappen. Lel, er ist down. Hahaha. Ha. Also ich werde es definitiv irgendwann let's playen, aber nicht in naher Zukunft. Könnt ihr vergessen. Das Horrorspiel, nein, danke. Da kommen noch sehr viele andere NES-Titel, bis das hier kommt. Aber es läuft. Berühre die Fee, um Energie zu erhalten. Ja, okay. Und wie soll ich an die Fee rankommen? Lol. Was trollt die mich denn? What the fuck? Jetzt geht's. Okay. Keine Ahnung. Rösche den nächsten Raum, ohne Schaden zu nehmen. Ah, mit der Fee. Wir sind jetzt die Fee. Okay, okay. Oh Gott, oh Gott. Das Spiel will mal wieder asozial spielen. Okay. Kommt da noch was? Tropfen. Gegner. Oh Gott. Besiege Volvagia, indem du auf seinen Gesicht auf sein Gesicht zielst. Okay. Kommt der immer hier raus? Au. Ja. Ist das jetzt schon wieder so einer? Ah, jetzt kommt er von dort.
Alles klar. Oh. Steuerung hilft mir hier. Ja, ich krieg sein Gesicht nicht mehr getroffen. Dass er überhaupt... Ach, doch, geht. Okay. Nix gesagt. Eigentlich ist er ganz leicht. Ah, oh, und ich bin gestorben. Ich hab ihn aber. Ich hab ihn, oder? 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 Ja, okay. Ein Glück. Es zählte noch als tot. Aber das ist fies, ne? Dann hast du den Boss besiegen und dann stirbst du und dann darfst du nochmal ran. So, finales Level. Besiege den Gegner im großen Palast und steige einen Level auf. Okay. Wir brauchen 40 weitere Erfahrungspunkte. Dann haben wir es geschafft. Und wer ist der große Gegner? Das Finale? Ist das das Finale? Ich weiß es nicht. Sind wir richtig? Ah, Bowser scheint anwesend zu sein. Ach, besiege Gegner im großen Palast. Ja gut, wenn die 20 Erfahrungspunkte geben, dann brauche ich... Oh ne, warte mal, verliere ich Erfahrungspunkte, wenn ich getroffen... Nein! Oh, dieses dreckige Spiel! Ich verliere Erfahrungspunkte, wenn ich getroffen werde. Ach, was für ein Drecksspiel. Ich springe durch das Loch unter der Brücke. Ah, richtig, gibt es einen Geheimgang, aber... Kann ich überall runter? Nein, kann ich nicht. Okay, dann gibt es irgendwo ein Loch. Ja, dann mach mal... Autsch. Ach, da. Okay. Geheimer Raum. Besiege Thunderbird. Auf seinen Kopf zielen. Er hat nur ein Leben und danach kommt Darkling. Ne? Ja, klar. Natürlich kommt dann nach Darkling. Der ist nämlich der eigentliche finale Boss. Ja gut, und der ist das Finale, ne? Also der Endgegner. Aber danach kommt noch der Plot-Twist, in dem Schattenlink auftaucht. Ja, genau. Und bei dem kann man sich angeblich einfach hier hinstellen. Ja, und warten, aber... Ja, okay. Kommt er jetzt? Hallo? Ja. Kommst du auch mal? Ah, der ist richtig asozial. Boah, ist der asozial. Ja, komm her, du. Komm her, du. Komm, ich mach dich kalt. Okay. Komm, komm, komm. Ich treffe ihn nicht mal. Ich treffe ihn nicht mal. Ja, klar. Ja, klar. Ja. Ich treffe ihn. Ich kann ihn nicht mal angreifen. Du Stück Scheiße. Sieh mal. Ihr seht es doch. Ich kann ihn nicht mal angreifen. Na los. Lass dich doch... Ey, ich habe ihn nicht ein einziges Mal getroffen, ja? Nicht ein einziges Mal. What the fuck? Oh, oh. Ach, jetzt steckt der... LOL. Musste das denn so spannend sein? Komm, 3 Sterne. Komm, komm, komm. Bitte, bitte. Da muss ich das nie wieder machen. Und wir sind saugut durch The Legend of Zelda 2 gekommen. Heißt, es sind noch ein paar Dinger drin. Remix 2. Ist doch geil, oder? Ich würde sagen, schon, ja. Puhu, also... Richtig positiv, das Ganze. Kid Icarus und Zelda 2 in einem Part durch. Krass. You saved Hyrule and you are a real hero. Schön. Und eine zensierte Szene am Ende. Auch gut. Kommt 3 Sterne, Regenbogenrang. Asoziales Spiel.
Natürlich, im Finale ist es asozial und wir haben einen Bonus freigeschaltet. Das heißt, nicht mehr viel kommt da auf uns zu bei NES Remix, denn scheint nicht mehr so viel zu geben. Wir haben noch Punch-Out vor uns. Ja, Punch-Out und vielleicht noch Remix 3 oder noch ein geheimer Titel. Aber ja, wir sind so gut wie durch. Schön. Ja gut, dann machen wir jetzt, warte mal, wie viele Bonusaufgaben gibt es? 20. Ja gut, wir machen dann mal Remix 2. Wo sind wir denn da stehen geblieben? Bei der dritten. Dann machen wir da noch ein paar. Reiche den Ausgang. Die sind definitiv schwieriger. Ja gut, und wo ist der Ausgang? Nur so als Frage. Ach, oben. Das ist wieder so ein dummes Level. Ich bin tot. Es geht eigentlich nach oben, aber das ist halt so dumm geremixed. Ja, dass man halt ins Unendliche läuft. Wenn man rechts reinläuft, kommt man links wieder raus. So, und jetzt stören diese dummen Dinger natürlich. Au. Geht weg. Lasst mich in Ruhe. Ich habe euch nichts gemacht. Wo ist der Ausgang? Ausgang! Lassen die mich auch irgendwann wieder in Ruhe? Hallo? Nee, ich glaube, die sind jetzt aggro. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ah, da ist der Ausgang. Nein. Nein. Wo ist der verdammte Drecksausgang? Nein, da war er. Ja, natürlich haben die Remixes in sich. Mein Gott. Ja, wenn ich mich hier nicht erwischen lasse, dann haben wir kein Problem. Aber jetzt sieht er mich, oder? Ja, ach. Halt die Fresse. Hör auf, mich zu sehen. Nein, geht weg. Ja, ist jetzt gut. Mal wie auch das Leben dort seine Seite wechselt. Auch gut. Ach so, ja, da ist der Rand, ne? Des Levels. Ist ja die Kamera, die ein bisschen, ich nenne das jetzt mal buggy, ist. Kann ich diesen Sensenmann denn irgendwie töten? Geht es? Boah, Leute. Wie? Jetzt auf einmal hat er mich nicht gesehen. Hä? Wie geht das denn? Wie geht denn das? Ach, so nicht. Ja, jetzt hapert es natürlich an den Remixes. So wie es sich gehört. Die klassischen Spiele sind Mumpitz. Die Remixe hauen rein. Ja, natürlich. Danke, danke, Spiel. So, er darf mich jetzt nicht sehen. Es geht doch sicher. Komm mal doch. Da kann man doch irgendwie unbemerkt durch, oder? Oh mein Gott, ja. Geil. So, jetzt wird's nicht mehr so schwierig. Ja, und dann tauchen hier random irgendwelche Gegner auf, die vorhin nicht da waren. Wie geil ist das denn schon wieder? Oh, Pit. Du armer Kerl. Uprising ist da definitiv sozialer. Oh Gott. Was sind das für Lava-Tintenfische? Hä? Splatoon? Oder was? Lauf durch. Oh Gott, erreicht. Oh mein Gott, erreicht. Ist noch einer drin? Hängt vom Spiel ab, ne?
würde mal sagen, das hängt vom Spiel ab. In Mario Bros. 3 dürfte eigentlich kein Problem sein. Betritt die Röhre. Okay. Was ist das Problem? Ach so. Unsichtbares Schiff. Ja, okay. Ist jetzt nicht so schlimm. Hier war ein Boden. Hier muss ich ein bisschen warten. Okay. Immer schön die Plattformen einprägen, wo was war. Und dann haben wir hier auch kein Problem. Okay, getroffen worden. Das ist noch nicht so schlimm. Das ist vielleicht auch ein kleiner Vorteil. Obwohl, hier kommt ein Pilz. Nein, Pilz. Ach. Ja, dann kommt die Röhre halt bald. Ah, ich kenne dieses Schiff sogar. Ja, genau. Ich glaube, das mochte ich immer. Ja, das ist Welt 2. Okay. Ah, nee, und die Gegner hätten wir jetzt nicht haben müssen. Und jetzt kommt die Röhre. Okay, wunderbar. Ja, Freunde, dann verabschiede ich mich für heute von NES Remix 2. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ja, Daumen hoch für diese Top-Leistung von Zelda 2. Ich weiß auch nicht, wie stark Link besiegt habe. Aber es war spannend und knapp. Bis demnächst. Ciao. Ach ja, und das kann ich vielleicht noch erklären. Bonus, da sind noch ein paar andere Spiele aus der NES-Zeit vorhanden, die aber keine Kategorie haben. Also zum Beispiel dieses Hockey da. Ne? Wie gesagt, das sind nur so kleine Gimmicks. Mehr dazu gibt's halt in den nächsten Folgen. Bis dann und tschüss.